und herzlich willkommen zu einem Q&A von mir und Helly, und Chris hole ich vielleicht mal rein, welche Fragen ihr auch immer gestellt habt. Die erste Frage war, wolltest du immer schon nur ein Kind? Also ich habe keine Ahnung gehabt, wie viele Kinder ich wollte. Auf jeden Fall war es so, dass wir erstmal, Helly und ich, auf der Bühne waren und wollten eigentlich gar kein Kind. Und erst mit 34 haben wir uns entschieden, doch ein Kind zu haben. Das war eigentlich aus einer schweren Krankheit heraus. Da wusste ich, wie ich wieder aufgewacht bin aus dem Koma, okay, jetzt ist Familie dran, Rosi. Und dann ist Chris entstanden. So war das. Wie haben dein Sohn und dein Mann eigentlich reagiert darauf, dass du viral gegangen bist? Also da fragen wir sie doch am besten selber, weil ich war überrascht. Komplett. Ihr wisst schon. Also, Helly und Chris, kommt doch mal her. Hoppi. Ne, ich komme gleich. Ja, ist gut. Muss ich noch hübsch machen im Bad. Ja, ich war natürlich total stolz auf dich. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sich so viele Menschen für dich interessieren. Ja, und bei dir, Chris? Ich war schockiert. Du warst schockiert? Ja, weil ich war an dem Handy, ne? Und du sagst dann, ja, du gehst jetzt einkaufen. Und dann scroll ich so an meinem Handy auf TikTok und plötzlich kommst du da. Ich habe mich halber Herzinfarkt bekommen. Stimmt, das hast du erzählt, ja? Ich dachte, dann ist mein Handy gehackt und ich da einfach reingekommen in meine Review. Ja, klar. Süß. Und dann dachte ich so, oh Mama, das muss ich dann gleich erzählen, wenn du wieder vom Einkaufen kommst. Das war auf der Jamaika-Bar, oder? Ja, war das erste, ja, genau. Und dann die ganze Zeit hast du das irgendwie entdeckt. Also, die war gar nicht so überrascht wie ich. Doch, schockiert, überrascht. Stolz, überrascht. Ohne Ende. Der war sogar schockiert. Ja, weil da erschreckt man sich voll, wenn man die Mama noch nie auf TikTok gesehen hat. Und plötzlich so, wie kommen die da jetzt da rein? Oh, jetzt kommt noch eine Frage für uns alle. Wer kann am besten rechnen? Der Chris natürlich, weil der ist unser School-Gänger. Ne? Und der Zweitbeste. Ich habe es ihm beigebracht. Genau. Der Zweitbeste bin du. Ich bin eine Niete. Ich muss mir immer alles aufschreiben, wenn ich irgendwie Zahlen vergesse oder so. Oder durcheinander bin. Oh, genau das. Mach mal 8 mal 8. Das ist aber leicht, weil die Zahlen, die fehlen, kann man da anfügen. Hä? 7, 8, was kommt davor? 5, 6. 56 natürlich, ja. Das weiß ich deswegen, weil ich es mir auch nie merken konnte. Das ist eine komische Zahl. So 7 mal 8, okay, überleg mal, ob das geht. 8 mal 8, wüsste ich, 64. Okay, oder? Ja. Jetzt steht hier, könnt ihr mal ein... Oh Gott, was heißt denn das? Oh Gott, Chris, ich brauch dich. Was soll man drehen? Komm mal her. Könnt ihr mal ein was drehen? Ein Say It or Shot It drehen? Keine Ahnung, was das ist. Oh Gott, bitte. Wir wissen nicht, was das ist. Können wir drehen, okay. Sobald wir wissen, was das heißt. Wir googeln, was das bedeutet. Der Chris weiß es jetzt auch nicht. Okay. Dann müssen wir mal machen. Denkst du, du wirst noch einen weiteren Song veröffentlichen wahrscheinlich? Ja, auf jeden Fall, weil das Trommelheft ist ja rausgekommen oder wird rauskommen, ist noch nicht raus, oh Gott, es dauert noch ein bisschen. Aber wenn das Trommelheft rauskommt, dann haben wir viele Lieder und die können wir wieder vertonen. Dann habt ihr mich gefragt, ob Sally Bonani geklaut ist. Das passt ja sehr gut dazu. Sally Bonani kenne ich schon seit 2002. Denn ich habe bei Klangreisen mit Kindern, bin ich immer ein bisschen in verschiedene Länder gereist. Also natürlich musikalisch. Und da habe ich eigentlich viele afrikanische Lieder mit den Kindern getrommelt und gesungen. Und dann, ja genau, da war eben Sally Bonani auch dabei. Und es hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, wir machen das Sally Bonani als erstes. Weil wir hatten ja viele afrikanische Lieder, wie ihr auf dem Trommelheft sehen werdet. Und dann haben wir das vertont und ich habe es gesungen. Und ja, genau, es ist ein afrikanisches Lied. Und der Helly hat natürlich die Gitarre dazu gespielt und ja, Musik dazu gemacht. Und ich habe gegähnt. Ihr wisst schon. Naja, das war halt dann entstanden. Und so, ja, ist es der Song, den ich singe. Darf man dich ansprechen, wenn man dich irgendwo sieht? Auf jeden Fall. Ich freue mich immer noch total, wenn ihr zu mir kommt und mich ansprecht oder ein Selfie wollt, egal was auch immer. Ihr wisst es. Ja, immer. Wie lange spielst du schon Trommel? Oh, das ist ewig her. Oh Gott, wie lange?
mindestens 25 Jahre, sage ich mal, damit ich mich jünger fühle. Ja, also ja, das war eigentlich das Erste, was ich getan habe, ist, dass ich getrommelt habe. Jetzt kommt die Frage, was macht Helly beruflich? Da hole ich mir natürlich den Helly her. Auf irgendeine Seite. Ja, auf deine Seite. Auf meine grüne Seite. Ja, soll ich erzählen, oder? Ja, bitte. Mhm. Ja. Also beruflich habe ich schon sehr viel gemacht. Angefangen habe ich ja als Schreinerlehrling und zwar bei der Rosi zu Hause. Ja, genau, mhm. Das haben wir schon bei anderen Q&A mal erzählt. Genau. Können wir verlinken. Ja. Ja. Also Schreiner habe ich gelernt, da war ich sogar sehr gut darin, aber irgendwie wollte ich immer Musik machen. Dann habe ich tatsächlich noch Gitarre studiert, mhm. Ne? Rock du hast studiert. Du als Kind schon Gitarre gespielt? Ja, stimmt. Und also das ging eigentlich schon lange so, ne? Ja. Und dann hast du studiert. Dann hatten wir auch eine Band und wir haben das beruflich auch gemacht. Ja, ich habe dann auch viel Gitarrenunterricht gegeben. Dann bin ich in eine bekannte Band eingestiegen, ne? Mhm. Der spiele ich immer noch. Also bekannt mehr wahrscheinlich für eure Großeltern oder so. Ja, genau, für Oma und Opa. Ja, die heißt Captain Cook und seinen singenden Saxophone. Stimmt. Das macht mir auch sehr viel Spaß. Bloß im Moment durch die Pandemie, die war und die Spätfolgen, habe ich halt daheim wahnsinnig viel Zeit. Also ich kann in der Übelkabine kann ich zwar vieles einspielen und kann Musik machen, aber Auftritte, das wird erst langsam wieder. Ja, bei mir. Genau. Mhm. Und dann hast du ja noch viele Berufe. Naja. Du bist ja mehr für mein Mann für alle Fälle. Mhm. Staubsaugen. Filme, Staubsaugen, Filme drehen und stimmt. Schneiden. Ja. Ihr wisst schon. Ja, das haben wir alles so drauf. Anderen, genau. Also 3D-Modeling. Ja, mich genau. Hat halt immer irgendwas interessiert und das habe ich dann auch sehr intensiv betrieben. Du bist eigentlich voll der Allrounder. Trotz alledem hast du die Fähigkeiten ja immer mitgenommen. Kann man verbinden. Ja, man braucht hier was von der Tätigkeit und so. Ja, und so ist mein Berufsleben sehr, sehr bunt. Da steht noch was, also, ja. Kurz mal da. Mhm. Wo geht euer nächster Urlaub hin? Ja, der ist ein ganz kurzer Urlaub. Das ist ein Kurzurlaub, ist geplant für nächste Woche. Ja. Für nächstes Wochenende. War eigentlich ein Geschenk an den Chris und an uns natürlich. Und an uns, Weihnachtsgeschenk für uns alle. Geburtstagsgeschenk. Und 18. Geburtstagsgeschenk für den Chris noch dazu. Das also können wir alles dazu nehmen. Spanien? Ja. Malaga. Nur für 3 Tage? Ja. Mhm. Und da freuen wir uns sehr. Ja, da hat es 16 Grad. Ich meine, das ist doch allerhand. Da werde ich wieder entspannen vielleicht oder so. Und wir nehmen euch natürlich mit. Wie sieht dein perfekter Tag aus? Mein perfekter Tag? Mhm. Mit euch natürlich. Mit Familie und natürlich auch irgendwie mit Musik immer. Mhm. Ja, eigentlich so perfekt ist der Tag dann gar nicht. Aber ich glaube, sowas gibt es gar nicht in ehrlich. Und jetzt die letzte Frage noch. Was möchtest du noch erreichen in deinem Berufsleben, aber auch privat? Oh, da muss ich jetzt ganz schön ausholen. Natürlich ist das Trommelheft, was ich mich sehr freue, weil ich mir das immer gewünscht hatte, ein Trommelheft in der Weise zu haben, mit Trommeln und Singen. Dann natürlich das World Sali Bonani kommt dann jetzt dann auch, ist noch in Arbeit, aber da wollen wir ein Video drehen, in Malaga sozusagen. Neue Songs sind immer geplant. Sisi Niva Toto zum Beispiel, das will ich auch noch machen. Dann Konzerte wollte ich gern geben, so kleine, mini, große. Chris macht, Mama macht große Konzerte. Ich fange mal klein an. Ich weiß noch nicht, wie die Tour heißt, die Deutschland-Tour. Das ist alles noch nicht ganz durch, aber es sind Visionen. Wenn ihr Visionen haben wollt, dann ist das schon so. Ein Videokurs habe ich noch vor für Trommeln, genau. Das ist auch was Tolles, da freue ich mich schon drauf. Da kann ich alles, was ich je gelernt habe, euch weitergeben. Und natürlich wollte ich auch immer schon mal auf dem Laufsteg stehen, denn ich wollte eigentlich Modedesignerin werden. Nur da musste ich eine Schneiderlehre machen und das wollte ich absolut nicht, weil ich kann nicht schneidern. Ich bin eine Niete. Ich würde mich selber annähen wahrscheinlich. Also sowas, glaube ich, kann ich bestätigen. Aber Modedesigner wäre schon was gewesen. Und privat auch noch. Oh, was mache ich privat? Privat natürlich Familie und irgendwann ein eigenes Häuschen oder so. Ja. Und natürlich viel verreisen. Ich wollte eigentlich viel verreisen. Dann bis zum nächsten Video. Sage ich schon mal tschüss. Eure Rosi. Und Button drücken, genau, und was weiß ich, alles noch machen, genau. Daumen hoch und wie ihr wisst schon, und abonnieren. Tschüss.